Der Jakob Messikummer ist am 18. August 1828 da aussen in den Stegen zu Oberhausen als Bauernbub auf die Welt gekommen. Als er 2-jährig war, sind seine Eltern mit ihm in das heutige Schneeblihaus gezögelt. Das Haus ist ja fälschlicherweise über 100 Jahre als Geburtshaus vom Jakob Messikummer bezeichnet worden. Die beste Quelle für Informationen über den Jakob Messikummer findet man in der Geschichte Wetzikon bei der Frau Egloff. Da ist die gewaltige Fülle von hunderten von Dokumenten und Originalhandschriften fachmännisch auf dem PC archiviert. Aber lassen wir doch zuerst einmal einen Berufsarchäolog, den Herr Kurt Altdorfer von Wetzikon, zu Wort kommen. Ich frage Sie, was halten Sie von dem Dr. Messikummer aus heutiger Sicht? Das war ein ganz intelligenter Mensch, der sehr vielseitig war und eine gute Beobachtungsgabe hatte. Und da ist er auch heutiger Forscher mit hinten drin. Dem Ganzen. Man hat ja heute eine neue Theorie. Er hat ja gesagt, die Pfeile seien im Wasser gestanden. Und dann hat man ja da die Theorie verworfen. Und jetzt neuerdings kommt wieder in den Publikationen, die seien im Wasser gestanden. Was halten Sie davon? Was gilt? Ja, so ganz so stimmt es nicht, dass man das heute so meint, sie sind im Wasser gestanden. Also die ursprüngliche Version ist ja so, dass man im 19. Jahrhundert gedacht hat, weil sie so viel Pfeil hat, sie können nur die Plattform drauf oben sein und die sind im See raus gestanden. Und heute hat man ja, kann man eigentlich die Pfeil durch die Dendrochronologie, die Pfahlfelder auseinandernehmen und kann sagen, dass das sehr viele verschiedene Dörfer gewesen sind, die aufeinander gefolgt sind. Und was die abgehobenen Plattformen anbelangt, da wird darüber diskutiert, bei grösseren Seen, wo grosse Seespiegelschwankungen haben, dort geht man eigentlich davon aus, dass die Häuser ein bisschen abgehoben sind vom Boden, aber eben am Seeufer gestanden. Also das ist nicht die ursprüngliche Pfahlbautheorie, sondern das ist wirklich eine modifizierte Version. In Robenhausen geht man aber davon aus, dass die auf dem festen Boden gestanden sind, also im Moor, ebenerdig. Der Dr. Messikummer hat ja sehr viele Funde gemacht. Er hat ja auch einen Haufen Sachen verkauft. Weiss man da etwas Näheres? Oder hat er das einfach aus Gründen gemacht, um neben dir als Dorfbauer, als Dorfbauer, Geld zu verdienen? Der Jakob Messikummer hat eigentlich primär von der Landwirtschaft gelebt und die Zeit, die er halt als Freizeit hatte, die ist er gegraben und die Zeit hat aber auch müssen bezahlt werden und für das hat er die Objekte verkauft, dass er im Grunde genommen wieder künftige Grabungen finanzieren kann. Das ist nur aus dem Zweck. Ja, der Jakob Messikummer ist nicht unbedingt der Einzige gewesen, der für die Pfahlbauforschung die Initialzündung gegeben hat, sondern da hat es ganz viele verschiedene Akteure gegeben. Er hat einfach ganz besondere Funde zutage gebracht in Robenhausen, die dann eben die Pfahlbauforschung stark mit beeinflusst hat. Aber er ist nicht der einzige Akteur. Auf der Wildkarte von 1857 sieht man, wie damals der Ausfluss vom Pfäffiker See A sich durchs Ried durch auf Robenhausen hineingeschlängelt. Bereits ein Jahr später ist man daran gegangen, die A zu begradigen. Genau da, in dieser wunderschönen Landschaft, die heute unter Naturschutz steht, hat es 1858 noch ganz anders ausgesehen. Die Aufnahmen von 1871 zeigen unser Ried praktisch ohne Bäume und Sträucher. Beim Graben für die A-Korrektion ist man auf hunderte
und aber hunderte von Pfeilen gestossen. Und der Jakob Messikommer, wo man beizogen hat, erkennt die Pfeile sofort als Pfahlbauten. Das ist ja der eigentliche Auslöser für seine Forschertätigkeit geworden. Er hat alles gesammelt und versucht zu bestimmen, was die Turpenlöcher freigegeben haben. Von da an hat er, wenn der Wasserstand vom See tief genug war, hunderte von Stunden in diesen Turpenlöchern gegraben, gesucht und tausende von Fund aus der Spätlatenzeit geborgen und bestimmt. Bis 1878 hat er drei Niederlassungen können feststellen. Er hat ausgerechnet, dass es, alle Niederlassungen zusammengerechnet, etwa 8000 Pfeile müssen haben. Damit ist Robenhausen in Europa der grösste bekannte Pfahlbau gewesen. Im Ortsmuseum von Wetzikon ist ein Teil von diesen Funden ausgestellt. Der Messikommer war bemüht, dass das Museum immer mit den besten Fundstücken versorgt worden ist. Auf einer Getreidemühle aus der Pfahlbauerzeit zeigt uns der Kurator vom Museum, der Herr Walder, wie es vor fast 5000 Jahren das Getreide gemalt haben. Anhand von vielen Funden kann auch der Laie nachvollziehen, wie Steinwerkzeuge oder Steinbiere für den täglichen Gebrauch hergestellt worden sind. Keramik und Silex ist in grossen Mengen in Robenhausen gefunden worden. Diese Funde haben auch eine relativ genaue Zeitbestimmung erlaubt. Sensationell sind aber damals die Funde von Textilienresten gewesen. Die haben es möglich gemacht, die Flecht- und Webstühle aus dieser Zeit zu rekonstruieren. Die Rekonstruktion vom Flechtwerk von einem Pfahlbauhaus ist auch zu besichtigen. Ob die Häuser im Wasser oder am Land gestanden sind, da sind sich die Fachleute immer noch nicht ganz einig. Von diesen 60 Zentner Knochen, die gefunden worden sind, sind ebenfalls ein paar Exponate ausgestellt.
Auch im Heimatmuseum zu Pfaffiken sind viele Funde von Oberhausen ausgestellt. Aus finanziellen Gründen hatte Jakob Messikummer viele von seinen Funden verkaufen. So hat er zum Beispiel Gewebereste gerammelt und so an die Museen verkauft. Auch verschiedene Getreidearten und Sämereien hat er in Gläschen abgefüllt und so in die Museen weitergeliefert. Ich habe es toll gefunden, dass der Herr Kaspar vom Museum zu Pfaffiken bereit war, alle Vitrinen zu öffnen, um die Originalfunde von Oberhausen der Kamera zu präsentieren. Ein Wandgemälde aus dem Landesmuseum in Zürich ist auch ausgestellt. So hat man sich das Leben der Pfahlbauer vor 5000 Jahren etwa vorgestellt. Mehr als einmal sind auch Einbäume freigelegt worden. Auf dieser Aufnahme von 1887 sieht man, wie man damals einen Sonnenfund abtransportiert hat. Im Landesmuseum in Zürich ist eine ganze Türe und ein Einbaum von Oberhausen konserviert und ausgestellt. Unermüdlich war Jakob Messikummer am Sortieren und Bestimmen. Unterstützt haben ihn der Dr. Ferdinand Keller und der Professor Oswald Heer von Zürich. Und der Professor Rüttimann von Basel, der Bestimmungen von den gefundenen Knochen durchgeführt hat. Sogar der Heinrich Schliemann, der Entdecker von Troja, und die Deutsche Anthropologische Gesellschaft mit dem legendären Forscher Virchow an der Spitze sind auf Oberhausen anzureisen gekommen, um die Ausgrabungen anzuschauen. In ganz Europa hat man den Bauer von Oberhausen gekannt. Alle wichtigen Museen, auch einige in Übersee, haben beim Jakob Messikummer die Artefakten aus der Pfahlbauerzeit gekauft. So haben dann die Funde jahrzehntelang zu den Prunkstücken von so einem Museum zählt. Es ist so nicht zu verwundern,
dass ihm aus aller Welt Brief ins Haus gefladert sind. Denn er ist im wahrsten Sinne des Wortes weltbekannt worden. Er schreibt in seinen Erinnerungen: Ich sehe eine gnädige Führung Gottes in der Entdeckung der Pfahlbauten Robbenhausen und deren weitere Konsequenzen. Ich habe in aller Welt so viele hochachtbare Freunde gewonnen. Ich habe so viele froh vergnügte Stunden bei meinen Nachgrabungen erlebt, dass sie gleichsam zu meinem zweiten Ich geworden sind. Aber auch die Römer haben Jakob Messikummer fasziniert. Und wo da auf der Bürgle bei Ottenhausen 1882 die römische Siedlung von der Antiquarischen Gesellschaft Pfäffiken ausgegraben worden ist, hat er ebenfalls aktiv mitgewirkt. In der Stumpchronik von 1547 sind die Ruinen noch in einem Holzschnitt festgehalten. Der Messikummer hat ja dann die These aufgestellt, dass die grossen Bauernhäuser von Ottenhausen aus diesen Steinen von dieser römischen Siedlung gebaut worden seien. Neuere Untersuchungen scheinen die These zu erhärten. 1975 hat die zürcherische Denkmalpflege das ganze Bürgelareal geoelektrisch ausgemessen. Die Forschungen von 1882 sind vollauf, fast auf den Meter genau, bestätigt worden. Zu Pfäffiken sind die Funde, die man damals gemacht hat, ebenfalls zu besichtigen. Ein besonderes Stück ist ein 2000-jähriges Bleierohr, das auf den Bürgeln nebst vielen anderen Fundstücken zum Vorschein gekommen ist. Hier zu Kempten oben sind schon in historischer Zeit römische Gegenstände zum Vorschein gekommen. 1884 hat man am Jakob Messikummer Bewilligung, hier oben zu graben, von Zürich aus verweigert. Warum? Das ist leider nie festgehalten.1998 hat dann eine Notgrabung von der Archäologie Zürich freigelegt, was der Jakob Messikummer schon immer vermutet und sogar behauptet hat. Die Funde von dieser römischen Siedlung sind jetzt auch im Museum Zwetzigen zu sehen. Dass ihn auch die keltischen Grabhügel interessiert haben, verwundert eigentlich nicht. So hat er 1888 den Fürstengrabhügel im Robankennen erforscht. Seine Arbeitsintensität ist fast unübersehbar gewesen. Er hat nicht nur gegraben, geforscht und geschrieben. Er ist zum Beispiel auch auf Berlin und auf Köln aufgereist, um dort Vorträge über seine Pfahlbaufunde zu halten. Hunderte von Artikeln hat er in wissenschaftlichen Schriften veröffentlicht. Da ist es ja kein Wunder gewesen, dass ihn die Philosophische Fakultät der Universität Zürich am 29. April 1893 zum Dr. Honoris Causa ernannt hat.
Aber bereits schon 1878 hat er mit ein paar Gleichgesinnten die antiquarische Gesellschaft Betzig gegründet. Alle seine Aktivitäten sind unmöglich aufzuzählen. Er war ganz einfach unermüdlich, sobald es um historische Sachen gegangen ist. Er hat auch immer alles fein säuberlich protokolliert, um so seine Erkenntnis der Nachwelt zu erhalten. 1891 hat er als Chronist von der antiquarischen Gesellschaft noch eine ausführliche Chronik angefangen zu schreiben. Auch wenn er jetzt hier halt einmal um 100 Jahre gefeiert ist. Aber neben dem täglichen Wetter steht da zum Beispiel am 27. September 1892: Bei Nachgrabungen auf der Pfahlbauter Rubenhausen barg ich eine vollständig erhaltene Schöpfkelle. Diese Schöpfkelle stammt aus der zweiten Niederlassung. Und am 17. November 1893 ist zu lesen: Die Witterung war schön. Heute stach ich die ersten Turpenschichten in der ersten Niederlassung ab, habe aber nichts gefunden. Dass er quasi ein Zeitungskorrespondent war, zeigen die verschiedensten Artikel in der damaligen Presse. Er hat auch Vers und Gedichte geschrieben. So hat ihn eine tiefe Freundschaft mit dem Volksdichter Jakob Stutz verbunden. Am 23. August 1917 ist Jakob Messikummer im Alter von 89 Jahren gestorben und auf dem Friedhof zu Wetzikon beerdigt worden. Bereits 1926 hat die antiquarische Gesellschaft Wetzikon im Riet im Gebiet von der ersten Niederlassung einen Gedenkstein gesetzt und eingeweiht. Heute muss man ihn im Schilf und im Gestrüpp direkt ein bisschen suchen. Wo dann noch der alte Friedhof Wetzikon aufgehoben worden ist, hat man seinen Grabstein zu dem sogenannten Messikummerreich im Riet unten neu gesetzt, um das Andenken an Jakob Messikummer zu erhalten. In einer Fachpublikation kann man lesen: Jakob Messikummer war ein durch und durch origineller Mann mit scharfem Verstand. Die mit neuen, heutigen Grabungsmethoden erhaltenen Kenntnisse haben das ursprüngliche Bild von den Pfahlbauten in entscheidenden Punkten verändert. Geblieben aber ist die Hochachtung vor den Leistungen des Dorfbauers Jakob Messikummer aus der Stegen in Wetzikon.